Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal Party. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was ist eigentlich falsch mit dir? Wir haben mittlerweile wirklich viele Optionen im Spiel, mit denen wir irgendwelche Partys feiern können. Und ich sag, wie es ist, ich benutze die allermeisten nicht. In der Regel feiere ich nur Hochzeiten und Geburtstagspartys. Und jetzt wollen wir einfach mal schauen, wie ist es, die anderen Partys zu feiern? Möchte ich sie vielleicht in Zukunft dann auch nochmal machen? Kriegt man vielleicht auch coole Belohnungen dafür? Wir sehen es uns auf jeden Fall heute mal an. Dafür sind wir in dem Michaelsen-Haushalt gelandet. Die sind mit Zusammenwachsen dazu gekommen. Und ich würde sagen, wir schmeißen direkt unsere erste Party. Orion ist übrigens schon ein Kleinkind und kein Säugling mehr, weil wir das später noch brauchen. Also ich sag, wie es ist, Babypartys habe ich jetzt auch schon öfter geschmissen. Deswegen lassen wir das auch mal außen vor. Aber look at it, wie viele Sachen haben wir mittlerweile. Ich würde sagen, wir schmeißen erstmal eine Saftparty. Ich weiß, wir haben im Let's Play schon mal eine geschmissen, aber es ist so lange her. Babypartys schmeiße ich sehr viel regelmäßiger beispielsweise. Oder eben Geburtstagspartys. So, wir brauchen einen Gastgeber. Und Gäste. Meinetwegen können wir auch einen Mixer einladen. Wir haben genug Geld. Und wir bleiben natürlich zu Hause. Let's go. So, wir brauchen natürlich ein Saftfass dafür. Offensichtlicherweise kommt das mit Sims 4 an die Uni. So, und wir stechen natürlich direkt das Ganze an. Yay. Oh. Ja, du kannst ruhig schon mal die Schule schwänzen. Warum klappt das nicht? Can you please? Ah, danke. So, Becher voll Saft nehmen. Du auch. Okay, die Kinder können das offensichtlicherweise nicht tun. Hallo Jasminda. Arbeiten. Sehe ich so aus. Wir können gleich auch nochmal einen Fassstand machen. Müssen wir sogar. Nicht zur Arbeit gehen und nicht zur Arbeit gehen, bitte. Wir machen jetzt einen Fassstand. Los geht's. Ian, komm. Ist mir egal, ob die Noten senken. Woo! Das ist ein Slay. Sie hat sich gemault. Naja, es hat auf jeden Fall gezählt. Yay. Mit jemandem flirten. Das ist natürlich easy peasy, wenn wir hier in einer Beziehung sind, ne? Ein Instrument spielen? Wo sind wir denn hier gelandet, sag mal? Aber wir besitzen, glaube ich, keins. Ich kaufe einfach irgendwas. Weil letztendlich ist es ja auch ganz egal. Yay! Und alles abgeschlossen. Sehr schön. Das war sehr easy auf jeden Fall. Wir möchten natürlich hier auch bewerten, wie einfach ist es, auf Gold zu kommen. Okay, dann können wir das auch schon abschließen. Ah, stimmt. Wir bekommen hier dann so ein goldenes Fass. Ist jetzt nicht das krasseste der Welt, wenn ich ehrlich bin. Wie wäre es, wenn wir direkt die nächste Party schmeißen? Kleinkind-Spieltreffen. Aber ich glaube, wir kennen nicht genug Kinder, oder? Ein Kind reicht. Ah, oh, nee. Ein Gastkind. Mist. Okay. Das heißt, wir müssen erst jemanden kennenlernen. Moment. Das ist ein Kleinkind, oder? Komm, wir rennen zu euch. Und die Eltern können wir ja auch nebenbei mal kennenlernen. Dann können wir die auch einladen. Je mehr Leute, desto einfacher wird das hier bestimmt. Hoffentlich. Yes, this is a Kleinkind. We love it. So, und wir kennen dieses Kleinkind jetzt. Sehr schön. Stell dich noch bei der Person vor. Super, toll, tschüss. Na dann, ab geht's. So, Gastgeberkind und Gastkleinkind. Yay! Zu Hause natürlich. Auf geht's. Gastgeber knüpfen Kontakt mit Gästen. Mit einem Kleinkind reden. Speisen essen. Ja, guck mal. Das ist ja jetzt eigentlich in Ordnung. Warte, wir machen ein Mittagessen. Das servieren wir kurz. Und Musik. Ich weiß nicht, ob wir Musik haben. Moment. Ich platziere einfach Musik. Die haben eh genug Geld und zur Not. Also wir sind ja jetzt hier nicht, um alles perfekt zu machen, ne? So, einschalten. Kinderkanal. Mit einem Kleinkind reden, 4 von 5 schon. Wow, wo ist der Salat? Der Salat ist weg. Hier, Mutter, mach jetzt was zu essen. Vorlesen? Das klappt ja immer so toll. Jetzt holen sich alle was zu essen. Dann müsste das auch sehr schnell erledigt sein, Speisen zu essen. Mit einem anderen Kleinkind spielen. Ah, nee, mit einem Kleinkind spielen. Ich dachte gerade, hä? Ich war gerade sehr verwirrt irgendwie. Okay, wir sind schon so gut wie fertig. Aber das Zeitfenster war irgendwie gefühlt ein bisschen knapper. Aber it worked. Okay, fertig. Oh, als Belohnung haben wir diesen Spielturm bekommen. Wir haben jetzt eigentlich nicht so viel Platz dafür, aber ja, machen wir es einfach hier hin. Da es jetzt mitten in der Nacht ist, sollten wir erst die Sims schlafen lassen, glaube ich. Bereit für die nächste Party? Toll, jetzt habe ich Salat in der Hand. Super. Also wie gesagt, Geburtstagsparty, easy. Ranch-Tiertag. Warte, wir müssen erst eine Ziege kaufen. Oh, jetzt habe ich ein Pferd. Egal. Dann kaufen wir ein Pferd. Kein Problem. Sheriff, komm her. Ja, ja. Hi, Sheriff. Süß bist du. Wir brauchen dich. Es wird jetzt zweimal hintereinander fast dasselbe sein. Aber das ist okay. Oh, ich kann alle möglichen Leute einfach einladen. Lieben wir. Und einen Tierpfleger kann ich auch noch einstellen. Toll. Super. Gäste glücklich machen. Das klingt jetzt nicht so schwer. Ein Zwergtier streichen. Ich brauche doch ein Zwergtier. Ich bin sofort dabei. Hier. Ein Zwergschafi. Tricks durchführen, oh je. Müssen wir Besties mit dir sein, damit du mich streicheln lässt? Wait, wir sind doch Besties. Ah, ich habe Streicheln gefunden. Das ging relativ schnell. Das habe ich anscheinend schon abgeschlossen, aber es zählt nicht so richtig. Man weiß es nicht so genau.
Mal gucken, ob das hier so klappt, wie ich mir das wünsche. Ob die die streicheln oder nicht, das ist doch nicht meine Sache, oder? Also da kann ich doch jetzt nicht so viel für. Das steigt nicht mehr. Hilfe! Okay, also dieses Ding scheint auf jeden Fall ein bisschen verbuggt zu sein. Vielleicht liegt es aber auch an mir. Das mit den Tricks, muss es funktionieren, ist die Frage. Ja, also das ist auf jeden Fall ein bisschen... Da kann ich halt nicht so viel für, ne? Kann aber wahrscheinlich auch drauf an, wie viele Tiere man hat. Ja, das lief jetzt nicht so gut. Aber ich habe Geld bekommen, cool. Ich bin mir nicht sicher, ob man für das andere zwingend dieses Nektar-Zeug braucht. Deswegen platziere ich das einfach. Davon war ich jetzt nicht so Fan. Ja, Ranch-Tag, ne? Let's go. Wir laden jetzt andere Leute ein. Und einen Grillprofi lade ich natürlich auch ein. Ich weiß zwar nicht, ob wir einen Grill haben. Ah ja, haben wir. Cool. Oh, eine Tanzfläche. Und ein Lagerfeuer. Ja, das muss mal kurz gehen. So, perfekt. So. Besser geht doch gar nicht. Ich muss schon wieder Gäste glücklich machen. Warte mal, wir machen mal kurz lateinamerikanisch an. I don't know. Es gibt bestimmt auch ein anderes Ding, sie, aber ist okay. Da kann ich aber auch wieder nicht so viel beeinflussen. Die Gäste müssen zum Beispiel den Tanz aufführen. Die Gäste treffen, das kriege ich aber hin. Okay, eine macht schon mal Cowboy-Tanz, das ist schon mal gut. Ah, man kann die Leute einladen dazu. Aha! Du kannst ja mal was grillen. Ich dachte, wir haben eigentlich einen Grillprofi eingeladen, aber naja. So, jetzt wird zum Essen gerufen. Alle essen. Okay, wir können noch mehr grillen. Die haben anscheinend Bock. So, dann hier Feuer anmachen. Und die sollen dann hier auch chillen. Gruppengeschichte erzählen. Das klappt bestimmt. Oder auch nicht. Das zählt nicht. Einladen abzuhängen. Aha. Aha. Cowboy-Tanz aufführen. Juhu. Glas Nektar. Also das ist schon hart, würde ich sagen. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu schlecht. Man weiß es nicht so genau. Naja, immerhin Silber, hm? Das Pferd tut mir ein bisschen leid. Next day, next party. Schwarz-Weiß-Party. Ja, machen wir einfach, ne? Okay, alle, die wir kennen, laden wir ein. Caterer laden wir ein. Wir laden alle Leute ein. Zu Hause natürlich. Über schwarz-weiße Dinge reden. Okay. Entertainer brauchen ein Klavier. Lässt sich einrichten. Hab ein Klavier. Krabben-Cocktail zubereiten. Oje, Mini. Und einen Schachtisch brauchen wir. Haben wir einen? I don't know, ich kaufe lieber einen. Über schwarz-weiße Dinge reden, das macht mich irgendwie ein bisschen fertig. Kompliment über Farbwahl machen. Aha. Über Zebras reden, oh wow. Es macht jetzt noch nicht so viel Fun hier. Und irgendwie zählt das nicht, wenn ich über schwarz-weiße Dinge rede. Ah, jetzt schon. Hä, wieso hat das eben nicht gezählt? Okay, Krabbencocktail. Where is it? Oder ist das was zu essen? Der Krabbencocktail, das macht doch gar keinen Sinn! Ah, ich kann nicht mehr, ey. Also, das macht mir ja keinen Spaß. Silber. Aber ich habe für Silber trotzdem eine Belohnung bekommen. Einen Schachtisch. Gut. Nächste Party. Als nächstes haben wir eine Pyjama-Party. Süß. Ja, das wird eine glückliche Zeit, oder? Unser Ziel ist zu schlafen. Das ist eine Mut. So, dann spielt doch mal. Auf Fernsehen haben sie auch schon gemacht. Hier zum Essen rufen. Let's go. Und dann platzieren wir gleich die Schlafsäcke. Oh, wir schlafen heute draußen anscheinend. Why is it not working? Ich schlafe auch immer im Badezimmer. Ah, das Geschichtenerzählen in der Küche. Toll. So, gute Nacht. Oh, wir haben Gold. Yay, Level 7. Cool. Ich glaube, wir haben dafür jetzt auch Schlafsäcke bekommen. Ja, haben wir. Süß. Stimmt, ich könnte auch eine Ranch-Hilfe einstellen. No, nicht arbeiten. Komm zurück. Begrüßungskomitee ist mir ziemlich egal. Party. Nachbarschaftliches Mitbringen-Buffet. Die Bergtour machen wir übrigens auch nicht, weil das nicht wirklich als Party zählt, meiner Meinung nach. Let's go. Okay, wo sind eure leckeren Speisen? Wir müssen sogar sauber machen als ein Ziel. Es ist ein bisschen eine Mut. Okay, wir müssen nur noch tratschen, aber eigentlich sind wir ansonsten schon fertig. Ja, dann können wir das doch schon abschließen, wenn wir hier schon fertig sind. Wir haben einen Grill bekommen. Cool. Man kann ja nie genug Grills haben, oder? Vielleicht sollten wir auch eine Haushaltshilfe einstellen. Also das war jetzt easy. Next one. Wir haben noch immer so viele übrig. Hilfe. Wohltätigkeitsparty. Yay. Kommt alle zu mir. 10.000 Simoleons spenden für guten Zweck sammeln? Oh je. Der Gastgeber muss sich bei den Gästen einschmeicheln und um Spenden bitten. Alles klar. Ja, es funktioniert bisher nicht ganz so gut. Ich finde noch nicht mal die Interaktion nach Spende bitten. Das ist natürlich blöd. Yeah, I don't know. Gerahmter Check. Check heißt das. Ich bin einfach zu dumm zum Reden manchmal. Ich würde sagen, es ist Zeit für die nächste Party. Nein, keine SMS. Große Party. Oh je, das habe ich schon wieder vergessen. Wir sollen Kürbisse schnitzen, hm? Na gut, dann tun wir das mal. Ach süß, die ziehen sich schon selber hier Kostüme an. Hier können die Kinder wenigstens auch mal wieder ein bisschen mehr helfen. Ach süß, eine Katz. Nein, wir schwänzen die Schule. Oh, das hat schon gereicht. Cool. Das Super-Lama-Kostüm. Wuhu. Next one. Incognito-Kostüm-Party. Hähnchenflügeltee. Eo.
Hamburgerkuchen, das kann ich. Wir haben nicht genug Platz. Moment. Ich habe ihm ja die Fähigkeit gecheatet, deswegen kann er theoretisch auch diesen Hähnchenflügeltee machen. Oder auch nicht, weil sie jetzt da ist. Sieht ja eigentlich ganz gut aus. Das ist so schwer, die gleichzeitig alle trinken zu lassen, ne? Egal. Ein neues Spielzeug. Ein fliegendes Lama. Ja. Da stelle ich mir jetzt in den Vorgarten. Poolparty! Wir haben keinen Pool. Müssen wir wohl einen anlegen und das Wetter ist vielleicht jetzt auch nicht perfekt dafür, aber egal. Wie wäre es, wenn wir es mit der Wettermaschine mal versuchen? Okay, also sie hat es nicht geschafft. Er auch nicht. Schade! Schwimm- oder Lounge-Sessel. Klar, bei dem Wetter wollte ich das schon immer mal machen. Das Wetter wird ein bisschen besser. Cool! Whirlpool, sehe ich so aus? Okay, warum müsst ihr alle auf einem Fleck schwimmen? Egal. That's it. Oh, einmal kurz Charisma perfektioniert. Ich habe ein Floaty bekommen dafür. Süß. Nächstes Ereignis. Von Party zu Party. Familientreffen, süß. Aber das mache ich auch öfter eigentlich. Das hatten wir letztens erst in der Lucky Legacy. Das heißt, wir machen weiter mit dem Gala-Abendessen. Oh, das war's schon. Cool. Das war auch schon wieder easy peasy. Ein Küchenregal. Toll. Mehr Party. Dance Party. Let's go. Okay, wir müssen dafür in den Nachtclub. Ich glaube, dafür gibt es noch nicht mal irgendwie eine Belohnung oder so. Egal, wir versuchen es einfach. Ja, wir müssen hier nichts machen. Lame. Hausparty. Kontakte knüpfen. Das ist ja easy eigentlich. Und ihr dürft alle essen. Mal wieder. Alle Menschen in der kleinen Küche. Hm. Vor allem so klein ist die Küche eigentlich gar nicht. Aber wenn halt 1000 Leute da sind... Ja, doch. Yay. Geschafft. Easy peasy. Mit Leuten reden, das schaffen wir ja. Eine Stereoanlage. Sag mal. Womit haben wir das denn verdient? Weiter geht's. Würstelparty. Wir haben es bald. Das Geber braucht eine Kühlbox. Warum das denn? Oh, und wir haben einen Edelstahl-Lomat bekommen. Ja, meinetwegen hier eine Kühlbox. Viel Spaß. Wieso denn Marshmallows? Mach doch Würstchen. Das hilft mir wenigstens. Los, ihr müsst noch Würstchen grillen. Los! Diese Gruppengeschichten funktionieren nämlich. Gemein. Doch, es hat noch geklappt. Woohoo! Verdiene eine Silberwertung für 5 verschiedene Gesellschaftsereignisse, Alter. Halleluja. Und ein Schachtisch schon wieder. Wieso kriege ich immer Schachtische? Toll. Jetzt fehlt noch die Coverparty. Wir müssen schon wieder gefühlt einfach nur Kontakte knüpfen. Das ist lame. So, alle dürfen sich was nehmen. Ja, zu prosten. Woohoo! Okay, und das Einzige, was wir jetzt hier machen, ist, dass wir Kava trinken. Literally. Okay, und das war's. Aber das Herz von Sulani kriegen wir dafür. Das finde ich süß. Ja, und das war's dann, ne? Ja, also die meisten Partys sind eher langweilig und ich glaube, ich werde sie auch nicht unbedingt wieder tun. Aber es ist mal interessant zu sehen, was bekommt man dafür, wie schwierig war es. Einige waren irgendwie extrem schwer, andere waren viel zu easy. Ja, es ist okay. Also es war jetzt wild für ein Video so, aber wie gesagt, ich werde es jetzt wahrscheinlich jetzt nicht anders handhaben als sonst. Ich werde die Partys schmeißen, die ich immer schmeiße. Die anderen Partys sind ein netter Bonus, aber nichts, was ich unbedingt regelmäßig machen müsste. Wie sieht's mit euch aus? Was ist eure Lieblingsparty aus Sims 4? Wünscht ihr euch noch mehr Ereignisse? Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!